Was für ein komisches Zeug. Habe ich auch gedacht. Ganz ehrlich, ich mache gleich noch unsere Versuchsanordnung kaputt. Ganz ehrlich, als das losging mit alternativen Periodenprodukten, also nicht nur hier Tampon, Binde etc., sondern Menstruationscups wieder in wurden und auch Periodenunterwäsche, war ich halt sehr, sehr skeptisch, ob das wirklich genauso auslaufsicher ist etc. Und wir reden ja nicht nur darüber, was wir so brauchen an Hygieneprodukten während unserer Periode, sondern allgemein bei Blasenschwäche, Auslauf etc. Und ja, vielleicht nicht ganz so angenehme Themen, wie wir sonst haben, aber auch darüber, finde ich, müssen wir mal reden, weil immerhin geht es hier um eines der wichtigsten Kleidungsstücke von uns Frauen, und zwar die Unterwäsche. Und deswegen willkommen in meinem selbstgebauten Bügeltisch-Labor heute, wo wir die Periodenunterwäsche auf, ja, Herz und Nieren testen werden zusammen. Denn ich kann schon vorwegnehmen, ich habe es selber getestet und war krass überrascht. Wie sieht unser Versuchsaufbau aus? Wir haben eine wasserdichte Unterlage, und zwar Dauerbackpapier, kann ich jedem nur empfehlen, bin großer Fan. Dann haben wir natürlich verschiedenste Periodenprodukte, also ich habe fleißig eingekauft Tampons jedweder Größe von Mini bis Superbomber und wahrscheinlich gibt es noch 5000 andere Größen. Es gibt die klassische Slip-Einlage, es gibt die Binde hier. Auf dem dritten Platz hier kommt natürlich unsere Periodenunterwäsche. Und die habe ich auch in verschiedenster Ausführung. Sage ich aber gleich noch was. Und wir werden natürlich testen die Saugfähigkeit, auch so, ob es Gerüche gut halten kann oder nicht. Ob es noch ein Nässegefühl gibt auf den drei Sachen, weil das finde ich fürs Tragegefühl wahnsinnig wichtig. Aber warum lohnt sich das überhaupt, von diesen Sachen hier auf Kleidungsstücke umzusteigen? Es gibt natürlich noch die Menstruationscup aus Silikon, die man natürlich auch wiederverwenden kann, genauso wie die Periodenunterwäsche. Aber ihr kennt das Prinzip. Ich meine, das ist eine Tasse, da läuft was rein. Ihr zieht das halt raus. Es ist nichts für schwache Nerven, finde ich. Aber ja, also da brauchen wir die Saugfähigkeit nicht testen, weil es saugt ja nichts auf, sondern es fängt es ja nur auf. Denn die Diskussion um chemische Belastungen, insbesondere bei diesen papierbasierten Produkten, könnt ihr natürlich darauf achten, dass der blaue Engel auf den Schachteln ist. Das ist quasi die Norm, die so ein bisschen dieses ganze Einsatz von Pestiziden, Chemikalien etc. regelt. Nicht nur bei der Baumwolle, die Grundprodukt ist für diese papierbasierten Damenhygieneprodukte, sondern natürlich, damit das ganze Zeug so weiß ist, wird das halt meistens gebleicht. Und ja, das ist natürlich fragwürdig, ob das für den Intimbereich, der eh sehr empfindlich ist, richtig gut ist. Während natürlich, wenn du das irgendwie alles mit smarten Kleidungsstücken abdecken könntest, wäre das natürlich richtig cool. Ich erzähle euch dann auch, wie man das wäscht, was das kostet etc. Kommen wir gleich dazu. Aber vorher will ich euch erzählen, wie wir das Ganze testen wollen, denn ich habe in meinem Labor diese Testflüssigkeit hergestellt. Ich habe mich für Salbergrün entschieden, weil in der Werbung gibt es ja immer schon, ne, die schütten dann irgendwas Blaues da auf die Sachen drauf, weil das, glaube ich, am hygienischsten irgendwie aussieht. Und ich dachte, ich brauche was, was irgendwie nach was riecht. Deswegen habe ich mich für den handelsüblichen Orangensaft entschieden. Aber Orangensaft sieht ehrlich gesagt nicht so lecker da drauf aus. Deswegen dachte ich, ich färbe ihn ein kleines bisschen. Deswegen we go with green, um das Ganze zu testen. Hier sind immer jeweils 30 Milliliter drin. Das sind so kleine Potion-Gläschen. Und wir werden einfach mal schauen, wie viel das hier aushält. Ich habe noch so ein paar Gläser besorgt, damit wir halt, ne, die Tampons, die dippen wir vielleicht lieber. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie finden wir denn heraus, was das denn aushalten sollte? Denn ihr habt ja immer diese, Tropfen auf den Verpackungen drauf. Und ich habe einfach, ich habe so ein bisschen angegoogelt und habe gemerkt, ich finde nicht so richtig was dazu, aber es muss ja irgendeine Norm geben. In Deutschland gibt es auch für alles eine Norm. Und habe dann einfach mal ChatGPT gefragt, ob es denn dafür was gibt. Und ChatGPT hat tatsächlich geschrieben, es gibt eine Norm, und das muss ich jetzt ablesen, und zwar die ISO 10993-5. Die ist wohl für die
Das ist die Norm für die Tampongröße und Absorptionskapazitäten, also wie viel ein Tampon aufnehmen kann und wie sie auf der Verpackung gekennzeichnet werden sollten. Und zwar ist es so, dass die Mini-Größe, das ist die hier, die sollte 6 Gramm Flüssigkeit aufnehmen. Der Einfachheit halber gehen wir mal davon aus, dass 6 Gramm ungefähr 6 Milliliter sind. Das heißt, ich bräuchte eigentlich 5 davon, um das hier aufzusaugen. Na, bei 30 Milliliter, 6 Milliliter, müsste also da 5 mal reinpassen. Dann haben wir, und die Super Plus Tampons, das sind jetzt hier die ganz großen, die dürften etwa 15 Gramm aufnehmen. Natürlich ist mein Orangensaft nicht so wie, Menstruation ist klar, aber wir müssen ja jetzt mal zur Vereinfachung was nehmen. Und da wir ja diesen Orangensaft hier für alles nehmen, ist der Test auch wieder irgendwie sehr einheitlich. Das heißt, ich bräuchte 2 davon, um ein Fläschchen aufzusaugen. So, dann habe ich ChatGPT gefragt, gibt es das denn auch für Binden- und Slip-Einlagen? Weil da sind auch die Tropfen drauf, aber ganz ehrlich, auf dieser Binde hier sind auch 4 Tropfen drauf. Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das so ist. Deswegen habe ich wieder ChatGPT gefragt und es hat auf dieselbe ISO-Norm verwiesen, die 10993-5, und meint, dass es dort aber anders definiert ist als bei Tampons, also wahrscheinlich entsprechend weniger, und es gibt nur Mini-, Normal- und Maxi-Größe. Und man soll einfach davon ausgehen, quasi, dass das eine sehr wenig, das andere sehr viel und das andere irgendwie mittelviel aufnimmt. So steht das wohl hier. Natürlich gibt es auch von jeder dieser Sachen verschiedenste Marken. Darauf wollen wir uns jetzt nicht fokussieren, sondern rein um den Vergleich der Kategorien. Und tatsächlich hat auch diese Periodenunterwäsche hat hier drin eine Kennzeichnung mit diesen Tropfen, und daran werden wir uns einfach mal grob orientieren, insbesondere zwischen dem, den Tampons und der Periodenunterwäsche, finde ich. Das können wir annehmen, dass die Tropfen ungefähr dasselbe bedeuten. Und ich darf so frei diese Unterwäsche zeigen und drüber reden, weil ich einen Partner für das Video gefunden habe, der das zulässt, und zwar ist das Got You. Ich spreche es Got You aus. Ich hoffe, ich mache das korrekt. Also GOTYU, die auf Trustpilot. Und da gucke ich ja immer zuerst hin, wenn so neue Marken irgendwie auftauchen, ob alle anderen da draußen wie du, ob ihr das schon positiv bewertet habt. Und das sah wirklich gut aus. Die haben so ein Discovery Set. Da ist quasi von jedem mal ein bisschen was drin. Die haben auch tatsächlich, die haben noch so Wärmepads, die du quasi mit in die Unterwäsche reinmachen kannst, gerade bei Menstruationskrämpfen zum Beispiel. Und die ist per se so aufgebaut, dass du quasi innen so eine verstärkte Schicht einfach hast, die das Ganze aufsaugt. Das ist Baumwolle, aber da drin, da ist irgendein hyper krasser Hightech-Stoff drin, der das absorbieren kann. Gerade wenn du halt, sag ich mal, nicht deine Tage hast, sondern es geht gerade erst los oder so, und es ist nur so, tröpfchenweise, machen halt diese kleinen Punkte total Sinn. Und dann gibt es halt verschiedenste Modelle, natürlich auch die klassischen Slips bis hoch eben zu den 5 Punkten, die tatsächlich hier auch bis in den Rücken hoch dieses Material hat. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit unserem Test an. Die klebe ich wahrscheinlich am besten gleich mal hier drauf. Bap! Ich habe also den Tampon in ein Glas gepackt mit den kompletten 30 Milliliter von so einem Fläschchen, und bei den anderen bin ich erstmal so tropfenweise vorgegangen. Und man sieht bei der Slip-Einlage, die saugt das eigentlich direkt weg, während ich bei der Periodenunterwäsche, das ist jetzt hier der Tanga mit der wenigsten Saugfähigkeit, da liegt das erstmal auf und durchs Bewegen saugt sich das dann ein. Und ich habe das Ganze auch nochmal abgetupft, und bei dem schon eingesaugten ist gar nichts mehr hängen geblieben, nur bei quasi dem gerade frisch draufgetropften. Und bei der Periodenunterwäsche ist es eigentlich genau dasselbe Ergebnis, ist also absolut vergleichbar mit der Slip-Einlage. Der kleine Tampon hat natürlich alles gesprengt, weil der deutlich mehr aufgenommen hat, als er hätte müssen. Im Vergleich hat der kleine Tampon natürlich trotzdem die größte Saugfähigkeit. Aber auch die Slip-Einlage und die Periodenunterwäsche haben deutlich mehr aufgenommen als diese 6 Gramm. Also sie haben beide deutlich mehr als ein Fünftel des Fläschchens hier aufgesaugt und gut behalten.
Stärkestufe Nummer 2 ein sehr ähnliches Ergebnis. Die Binde saugt natürlich alles sofort weg. Das geht super schnell und es bleibt kaum irgendwie Nässefilm oder Geruch an der Oberfläche bestehen. Aber auch die Periodenunterwäsche hat richtig gut abgeschnitten mit eigentlich demselben Ergebnis, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Ihr seht, ich habe sehr viel hier reingekippt und das ist, glaube ich, unrealistisch, dass so viel während unserer Periode auf einmal in die Unterwäsche gerät und deswegen, wir machen den Härtetest quasi. Es ist also auch für starke Periode geeignet und natürlich war der Tampon auch wieder so ein kleines bisschen stärker. Ich kann nur sagen, aus dem persönlichen Test würde ich immer das hier bevorzugen vor dem hier. Einfach das hast du als Schutz immer dabei, weil du es anhast. Ne? Das musst du erst dabei haben, musst du wechseln, dann musst du Papierkörbe haben und so weiter. Das ist also so ein kleines bisschen die nachhaltigere und sicherere Variante. Ich hatte das Gefühl, als ich das getestet habe, dass es sich sehr gut angefühlt hat und trockener angefühlt hat, als ich das gerade von den leichten Tagen so von Papierprodukten gewohnt war. Aber wir gehen natürlich noch den letzten Step und schauen uns die 5 Tropfen an. Und wir haben verschiedenste Art von Periodenunterwäsche mit 5 Tropfen von Got You. Es gibt diese Modelle, die noch dieses coole Netzteil an der Seite haben, also die so ein bisschen stylischer aussehen und auch wirklich bis hinten rumgehen, also auch zum Schlafen geeignet sind. Und diese Modelle hier, die an der Seite wie so einen BH-Verschluss haben, also du kannst je nachdem, wie du dich auch fühlst etc., die weiter und enger machen. Was ich irgendwie ganz cool finde, damit sind die, glaube ich, auch sehr size-inclusive und sehen aber dafür halt so ein kleines bisschen sportlicher aus. Ich bin tatsächlich auch über meinen Schatten gesprungen und habe, während ich meine Tage doll hatte, diese Periodenunterwäsche getragen und habe das dann einfach über mich ergehen lassen. Und muss tatsächlich sagen, ich hatte natürlich Angst, dass das irgendwie, wie man das gegebenenfalls von diesen Papierprodukten gewohnt ist, man das Gefühl hat, es läuft da drin hin und her etc. Aber tatsächlich konnte ich das ehrlich gesagt nicht feststellen für die Periodenunterwäsche. Zumindest diese Modelle, die ich euch jetzt hier auch gezeigt habe. Natürlich war es ein komisches Gefühl, aber dadurch, dass das irgendwie direkt aufsaugt, hat man sich direkt aber auch wieder sicher. Im letzten Test konnte gegen die Periodenunterwäsche wirklich nur noch der Tampon antreten und man sieht hier, für besonders starke Tage sollte das Ganze 18 Gramm aufnehmen und das hat die Periodenunterwäsche locker geschafft. Der Tampon, also gerade diese Riesenbomber, die ja saugen eigentlich fast das ganze Fläschchen auf, das ist der Wahnsinn. Nichtsdestotrotz, nachhaltiger bleibt natürlich die Periodenunterwäsche. Sodass ich folgende Sachen für euch festhalten kann. Punkt Nummer 1, wer sich total Sorgen macht wegen der Saugfähigkeit, also wegen der reinen Menge, dann gewinnt natürlich der Tampon, beziehungsweise vertreten das nachhaltige Produkt dafür natürlich die Menstruationstasse. Aber nichtsdestotrotz, gerade wenn die zu voll werden, tropfen die natürlich auch. Das heißt, ihr braucht natürlich trotzdem so ein bisschen saugfähige Unterwäsche, weswegen ich es auch in Kombination gut finde, dann die mit dem einen Tropfen, die noch nicht so dick ist, zum Beispiel den Tanga von Got You drunter zu ziehen. Ansonsten gerade für Blasenschwäche, leichte Tage, Ausfluss etc. finde ich, die Periodenunterwäsche ist mein neuer Favorit, kann ich wirklich aus dem Tragetest sagen. Und wenn du jetzt Lust hast, dir auch nochmal die Modelle anzuschauen, beziehungsweise das vielleicht auch einfach mal so ein Testset zu bestellen und auszuprobieren, habe ich dir einen Rabattcode von Got You besorgt. Und zwar ist das Luisa25YT für YouTube. Und die ersten 100 mit diesem Rabattcode bekommen 25% auf das komplette Sortiment. Alle, die nach den 100 kommen, kriegen trotzdem noch 20% auf das komplette Sortiment von Got You. Ich hoffe, ihr konntet euch auch für dieses Infovideo begeistern. Wenn ja, lasst einen Daumen da und ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen zum nächsten Video. Bis dahin, meine Lieben, macht's gut. Ciao!